Das Wort Gottes kommt jetzt. Es wird gesprochen von unserem Bruder Elvis. Ich möchte, dass ihr euer Herz öffnet, euren Gedanken erneuert durch das Wort Gottes und alles Einzelne, was er sagt, versucht zu notieren und umzusetzen in eurem Leben. Ich bitte meinen Bruder Elvis nach vorne, um das Wort Gottes zu sprechen. Praise the Lord. Aufgreifen und
darüber reden. Ich lege das komplett zur Seite und schieße. Aber weil das sind so Sachen, damit beschäftigen sich spirituelle Babys. Das ist nichts, was ich euch eigentlich sagen müsste in dieser Zeit. In dieser Zeit müssten wir eigentlich alle fliehen. Müssen wir auch ganz woanders. Deswegen, dass ich mich gar nicht mehr anfassen. Ja, deswegen, ich spreche einfach zu dir, wenn du in diesem Bereich bist, zeig mir, was du ein spirituelles Baby. Sei ein spirituelles Baby. Zeig. Ja, auch mit Milch und sowas. Ja. Und mit einem richtiges Essen. Amen. Deswegen, heute rede ich über Folgendes noch. The Kingdom of Power. Das Königreich der Kraft. The Kingdom of Power. Sprech mir nach. The Kingdom of Power. The Kingdom of Power. Das Königreich der Kraft. Das Königreich der Kraft. Das Königreich der Kraft. Ich. So langsam. Das Königreich der Kraft. Das Königreich der Kraft. Wir haben einige von uns waren lange nicht mehr in der Schule. The Kingdom of Power. Aber ist nicht schlimm. Auf jeden Fall, ich erzähle euch mal ein, zwei Sachen so über mich, über meine Berufung, wie ich zu Gott berufen wurde. Und zwar, ihr müsst wissen, jeder von Gott berufene Prediger kriegt von Gott eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Bestimmung, eine bestimmte Nachricht. Deswegen sieht man manche Leute, die predigen immer in dieselbe Richtung. Immer. Das ist einfach, weil sie eine Nachricht von Gott bekommen haben. Und jeder von Gott kriegt von Gott eine Nachricht. Und diese Nachricht prägt er dann in vielen verschiedenen Richtungen, in vielen verschiedenen Weisen. Genauso habe ich auch von Gott insgesamt, also ich habe drei Aufträge bekommen, drei Bestimmungen. Und eine von den drei werde ich heute aufgreifen. Und ich erzähle euch mal, wie alles zustande kam. Auf jeden Fall, ich bin halt in Gott aufgewachsen, ich bin eigentlich in die Kirche reingeboren und sowas. Und mit der Zeit, ich weiß nicht warum, ich habe mich für das Wort Gottes relativ stark interessiert. Gelesen, wenn die gesagt haben, wir machen Fasten, habe ich mitgefastet, dann fing ich an, mich selber zu fasten, zu beten und so weiter. Und so entwickelt sich das alles. Und dann mit der Zeit war es halt so, ich habe das Wort gelesen und habe so die großen Wunder und so weiter gesehen. Und dann siehst du das. Und dann siehst du das, was so in der Kirche abgeht. Und du denkst, das sind so zwei verschiedene Welten. Und dann denkt man sich, okay, das sind so schöne Geschichten. Ne? Zum Beispiel so Arche Noah und sowas. Früher wusste ich gar nicht, dass das in der Bibel steht. Ne? So solche Sachen. Man denkt einfach so schöne Geschichten und sowas. Und dann mit der Zeit liest man und so weiter. Und dann guck mal irgendwo an der Stelle an, wo Jesus uns erklärt, dass wir das eigentlich auch machen können. Und dann fingst du an, mir ein bisschen so am Kopf zu. So, hä? Wir, das, was in der Bibel steht, können wir auch machen. Und so schrittweise, Schritt für Schritt, kam ich zu einem Auftrag, und zwar das Verlorengegangene zuzubringen. Das ist einer meiner drei Aufträge. Das Verlorengegangene zuzubringen. Das, was verloren gegangen ist, mit der Zeit zurückzubringen. Weil wenn du vergleichst, die Gemeinde von Apostelgeschichte mit unserer Gemeinde heute, irgendwie, als würden wir einen anderen Gott dienen. Wie kann es sein, dass jemand krank zur Kirche kommt und krank wieder geht? Bist du vor einen Mund gekommen? War Gott nicht hier? Wie kann jemand, wie so viele Sachen tolerieren wir heute einfach so? Jemand ist krank, oh. Ja, dann müssen wir ihm so, ey, es ist ein Name in den Kraft. Es ist Kraft in den Namen Jesu. Und das ist meine Berufung, meine Bestimmung. Leute, das klar zu machen, das ist nicht so. Und das dann zurückzubringen. Deswegen hat Gott mir auch gegeben, viele Sachen aufzudecken, aufzuklären. Aufzudecken, Sachen, die enthüllt sind. Sachen, die Leute nicht sehen, die falsch gemacht werden. Zum Beispiel katholische Kirche und sowas. Ich habe da so krasse. Wisst ihr, katholische Kirche ist eine Verbindung zwischen katholische Kirche und Islam. Krank gesagt, aber irgendwann wird die Zeit kommen. Auf jeden Fall, das ist halt so meine Aufgabe. Und ich kann mich mit einem Mann Gottes vergleichen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch ihn kennt. Er heißt Benson Idahosa. Das war ein großer, großer Mann Gottes. Er ist 1998 gestorben.
Und vielleicht kennen Leute deine spirituelle Zone. Kennt, sagt jemand von euch, was der Apostel Johannes Suleiman? Ja, das ist zum Beispiel seine spirituelle Zone, ne? Zum Beispiel. Und der hat auch sogar seine eigene Universität, also dieser Wetzenheiter Russland. Ja, das scheiß. Und Wetzenheiter Russland, bei ihm war es so, er hat so von sich selber erzählt. Und zwar, er war in der Gemeinde. Und damals war er noch kein Pastor oder sonst was, er war einfach in der Gemeinde. Und der Pastor predigte und hat gesagt, Jesus sagte, wir können Kranke heilen. Wir können die Gelähmten reinigen, die Aussätzigen reinigen. Er sagte, wir können Tote auferwecken. Und dann sagte Benzel, ja, Rosa, wir können Tote auferwecken. Hast du das schon mal gemacht? Sagte er, nein. Dann hat er gesagt, kann ich das machen? Sagte er, ja. Was hat Benzel, ja, Rosa gemacht? In seinem ganzen Dorf ging er überall an der Tür. Gibt es immer einen Toten? Gibt es immer einen Toten? Gibt es immer einen Toten? Weil er hat das Wort einfach gehört. Er dachte, ach, wenn das so im Wort steht, dann kann ich das doch machen. Und das ist das, womit ich ihn vergleiche. Und zwar, wenn du mit einem Muslim redest, versuchst du Mohammed mit Jesus zu vergleichen. Und warum sollte er auf einmal Jesus folgen? Show him power! Show him power! Du musst etwas, das ist das, unser Königreich, von dem wir kommen. Da gibt es dieses, warum, das. Dieses ganze Herumgeredet, das ist alles nicht das von Gott Intention nierte. Das ist nicht das, was Gott ursprünglich für uns seine Gemeinde gedacht hat. Was er sich dachte, ist, wir kommen hier rein. Du merkst eine andere Atmosphäre. Es ist so, als wärst du in den Himmel gekommen. Warum? Weil das Königreich Gottes hier in dir ist. Das heißt, wenn wir uns zusammentreffen, ist es so, als wäre Gott, das, was im Himmel ist, ist dann hier auf Erden. Das heißt, jeder, der hier reinkommt, geht, wenn du mit einem gebrochenen Herzen tust, die Kraft Gottes ist hier so stark. Das ist das, was den Unterschied macht zwischen jemand, der für die Welt singt und jemand, der mit Salbung singt. Die Salbung macht den Unterschied. Jemand kann singen, sagst du, das ist schön. Jemand kann singen, die Person ist geheilt. Das ist der Unterschied. Schau, deswegen sagt man, the kingdom of God is not in word. It's not in word. Was will Paulus damit sagen? It's not in word. Es ist nicht in viel Rumgelaber. Außerdem ist es nicht in Instrumente spielen. Das Königreich Gottes ist nicht in Bass spielen. Das Königreich Gottes ist nicht in schön predigen. Es ist in Power. Nur nicht verstanden? Es ist in Power. Das Königreich Gottes ist in Power. Das heißt, wenn du zu einem Bruder, zu einer Schwester gehen willst und die Person evangelisieren willst, du willst die Person zu Gott gewinnen. Fang nicht an zu erzählen, Jesus, Gott schuf Himmel und Erde und dann kam Adam und dann ist Jesus gestorben. Komm mit, Christ, komm mit. Warum? Versetze ich in die Person. Warum sollte die Person nicht folgen? Warum? Show them power! Zeig dir etwas, was dem beweist, dass das Königreich, von dem du herkommst, real ist. Das ist das, was den Unterschied macht. Bei jeder Religion auf Erden, alles, was sie dir versprechen, sagen die, ist nach dem Tod. Warum? Weil die Leute, die tot sind, nicht bezeugen können, dass es falsch ist. Deswegen ist das so deren Methode. Das ist deren Methode. Sagen, nachdem du dich bombardiert hast, kommen 77 Jungfrauen und alles. Das ist alles nach dem Tod. Das Königreich Gottes ist das einzige Königreich, wo du sagen kannst, hier, an Ort und Stelle, kann ich dir beweisen. Und das ist der Grund, weshalb in Apostelgeschichte so extreme Sachen geschahen. Weil die Bibel sagt, wo immer die hingingen, haben die nicht einfach nur das Wort gepredigt, sondern die haben gepredigt und die Bibel sagt, die haben das Evangelium bezeugt. Das heißt, das, was sie geredet haben, haben nicht einfach geredet, sondern sie haben bezeugt, dass das, von dem ich dir gerade erzähle, real ist. Das heißt, das nächste Mal, wenn du evangelisieren gehst, das, was den Unterschied macht, ist nicht dieses viel Gerede, sondern geh dahin und heile die Person. Geh dahin und habe das Wort der Erkenntnis. Geh dahin und verzeihe etwas der Person. Das ist das, was den Unterschied macht. Und deswegen, in so vielen Gemeinden ist die Kraft Gottes einfach nicht abwesend. 0,0 nichts. Sogar, man kann sogar in den Minusbereich gehen. Hey, sogar schreit zu. Schaut, schreibt das Folgendes auf. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch öffnen. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Da sagte Paulus, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit überzeugenden Worten. Meine Lehre war nicht in überzeugenden Worten, sondern als ich kam, kam ich zu euch in der Kraft und im Geiste, sodass euer Glaube
sich nicht auf der Weisheit der Menschen beruht, sondern auf der Kraft Gottes. Das heißt, Paulus sagte, als er kam, das, was er sagte, war nicht in überzeugenden Worten, sondern er kam in der Kraft und im Geiste. Warum? Damit der Glaube, den du bekommen hast, sich nicht auf der Weisheit der Menschen beruht, sondern auf der Kraft Gottes. Wenn du das verstehst, sag Amen. Sag Amen. Das heißt, der Grund, weshalb so viele von uns gar nicht versuchen, so in die Nähe der Kraft Gottes zu kommen, ist, weil das Fundament, das dir gegeben wurde, falsch ist. Das heißt, du bist aufgewachsen und das, was du gesehen hast, ist das, was du für dich akzeptiert hast. Du hast gesehen, ja, so ist Kirche, wir kommen immer, wir singen gerade Lied. Und deswegen wachsen Leute in der Kirche auf und gehen irgendwann. Wegen der Abwesenheit der Kraft Gottes. Und deswegen hat der Paulus, als ich zu euch kam, habe ich extra darauf geachtet, dass ich nicht euch irgendwelche überzeugenden Worte erzähle, sondern in der Kraft und in dem Geist komme ich zu euch. In der Kraft. Das heißt, damit ist es unmöglich, dass du wieder umkehrst. Wenn du gesehen hast, zum Beispiel es ist unmöglich, dass ich sagen kann, dass es Gott, ich habe einfach viel zu viel gesehen. Und das ist das, wovon die Rede ist. Letztes Mal habe ich zu einer Schwester gesprochen. Sie ist noch nicht so lange unter uns. Aber ich habe ihr gesagt, du wirst die anderen, alle, die schon so lange da sind, du wirst die so schnell überholen. Warum? Weil in dem Zeitpunkt, wo du zu uns gekommen bist, waren wir schon lange am Brennen. Das heißt, dein Glaube beruht sich auf der Kraft Gottes. Aber als die anderen, die schon so lange da sind, weißt du, die haben so gesehen, wie wir jetzt angewachsen sind und größer wurden und langsam. Das heißt, die Leute, die jetzt kommen, in diesen Zeiten, wo gerade richtig Feuer am Brennen ist, die werden sehen, deren Glaube ist auch ganz anders. Weil die sehen das Wort und dann vergleichen die mit dem, was sie gesehen haben. Und die sagen, ach, dieser Gott, den gibt es wirklich. The Kingdom of Power. The Kingdom of Power. Und das ist das, was Gott zurücknehmen will. Diese Kraft. Denn die ist verloren gegangen. Die ist verloren gegangen. Diese Kraft Gottes. Aber wir danken Gott, dass er sie heute wieder zurückbringt. Oh, wir danken Gott, dass er sie heute wieder zurückbringt. Deswegen heute, ich werde nicht mehr viel reden. Und ich will euch demonstrieren. Demonstrieren. Damit du nicht denkst, der Typ redet nur, ich will dir demonstrieren. Wenn du willst, komm mit. Warum kommt der nicht mit irgendeinem Rollstuhl? Ich suche ganze Zeit lang jemanden im Rollstuhl. Warum? Ich will, dass die Person aufsteht. Ihr habt Angst vor euch. Ihr seid, Leute, wie kann ein Kind Gottes jemand im Rollstuhl hinterher noch duschen? Ey! Wobei die Kraft, die Jesus aus dem Toten auferweckte, in dir ist. Und du schiebst jemanden im Rollstuhl. Sagst du, ja, der Busfahrer soll. Wo ist die Kraft Gottes? The Kingdom of Power. The Kingdom of Power. Glaub mir, das ist der Zeitpunkt. Das ist die Zeit, wo Gott seine verlorene Kraft wieder zurückbringt. Das ist die Zeit, wo Gott seine verlorene Kraft zurückbringt. Das heißt, das ist die Zeit, wo er Propheten und Apostel und Lehrer und Evangelisten erhebt. Die Leute, die spirituell wachsam sind, werden diesen Move von Gott erkennen können. Dass jetzt gerade sich etwas Neues tut. Schaut. Manche von euch werden mich vielleicht ernster nehmen, die anderen weniger, aber das ist nicht schlimm. Ich tue meinen Job. Gott hat mir geschickt und gesagt, sag dir das. Hörst du? Hörst du. Wenn nicht. Schaut, die Bibel sagt in 2. Chronik, Kapitel 24, Vers 19, dass Gott sandte Propheten, um sie zurückzubringen. Aber sie hörten nicht. Das heißt, bevor Gott immer irgendetwas Großes tut, schickt er erstmal vorher seine Propheten. Versteht ihr? Hört ihr mir zu? Das heißt, Gott schickt immer erst seine Propheten. Denkt ihr, wenn Gott etwas Großes tut, kommt er selber runter? Die Erde hier gehört uns. Das heißt, wenn er irgendetwas machen will, sucht irgendein Mensch. Irgendjemand, der sich einfach zur Verfügung stellt. Nicht jemand, der einfach wer sich zur Verfügung stellt. Ein reines Herz und sich demütigt. Dann sagt er, du, komm, du bist mein Prophet. Sag dir das und das und das. Die Leute, die hören, die hören. Die Leute, die nicht hören, die hören nicht. Das heißt, wie gesagt, Gott sandte seine Propheten, um sie zurückzubringen. Das heißt, bevor Gott seine Leute zurück zu sich bringen will, schickt er wen? Seine Propheten. Deswegen, das, was ich sage, entweder hörst du oder du hörst nicht. Aber Gott ist so barmherzig. Er lässt dich nicht einfach so da. Sondern er sieht zu, dass er heute durch mich dir Sachen zeigt, so gewaltig,
Weil ihr müsst wissen, das ist der Unterschied. Deswegen wurden in der Apostelgeschichte so viele gerettet und heute gehen wir raus evangelisieren und die Leute spucken nicht an. Der Unterschied ist folgendes. Als sie damals rausgingen, die Bibel sagt in der Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 3, dass sie lehrten freimütig und der Herr bezeugt, gab dem Wort seiner Gnade Zeugnis. Das heißt, das, was sie erzählten, wurde dann auch bezeugt. Sie haben erzählt, Jesus heilt, Jesus tut das. Und dann auf einmal haben sie das Evangelium bezeugt. Sie haben ein Zeugnis gegeben, haben die wirklich geheilt. Dann haben die Leute erkannt, ah, das stimmt wirklich. Und deswegen wurden damals so viele gerettet. Und heute sehen wir zu, wie alle uns vorbeiziehen. Wobei wir, deren Bibel sind, vielleicht die einzige Bibel, die jemals lesen werden. Wobei du vielleicht der einzige Jesus bist, mit dem sie jemals in Kontakt treten werden. Brüder und Schwestern, es ist Zeit. Es ist Zeit, die Kraft Gottes zu demonstrieren. Zu viele sind schon, haben es verpasst. Und heute wieder.